Liebe Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte, sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Einleitung, heute zu Ihnen zu sprechen. Denn mit Ihrem heutigen Thema bin ich in doppelter Weise verbunden. Zunächst einmal als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Denn die Europäische Union hat das Jahr 2023 zum Jahr der Kompetenzen erklärt. Und wenn Sie nun auch noch genau am 9. Mai, dem Europatag, eine Veranstaltung dazu machen, wie junge Menschen mit Zukunftskompetenzen ausgestattet und so stark gemacht werden können, dann verbindet sich hier die Erinnerung an die Geburtsstunde Europas mit dem Blick nach vorn in die Zukunft seiner engagierten, mündigen Bürgerinnen und Bürger. Und gleichzeitig spreche ich zu Ihnen als Mutter von zwei Jungs. Junge Menschen, die wie Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, neugierig auf die Welt und die Menschen um sie herum sind, die sich einbringen und mitgestalten wollen und denen wir Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, die besten Startchancen ermöglichen möchten. Leider kann ich heute nicht persönlich in Leipzig anwesend sein, um mich mit Ihnen und euch über die Entwicklung von Zukunftskompetenzen auszutauschen. Eines der zentralen Themen, um persönliches Wohlergehen und zukünftigen gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern. Diese Woche ist Plenarwoche des Europäischen Parlaments hier in Straßburg. Das heißt, wir kommen hier zusammen, um über Verordnungen und Richtlinien zu verhandeln, zu debattieren, abzustimmen, die Einfluss auf uns alle haben, aber vor allem auf die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Dies ist eine Verantwortung, die ich, wie alle meine Kollegen, sehr ernst nehme. Für viele meiner Kollegen und mich war es ein Herzensanliegen, dass das Jahr 2023 ganz im Zeichen der Entwicklung von Kompetenzen steht. Es folgt auf das Jahr der Jugend, mit dem wir sehr bewusst die Jugend in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt haben. Zwei Jahre, in denen es um die Zukunft der jungen Generation geht, von jungen Menschen, die von der Pandemie ganz besonders getroffen wurden und in dieser Zeit viele Opfer für unsere Gesellschaft erbracht haben. Nun, mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen, liegt unser Fokus auf den Fachkräften von morgen, liegt unser Fokus ganz auf euch. Das ist wichtig und richtig. Es geht nicht darum, einfach nur stur nach Lehrplan zu lernen, sondern zu lernen, was wichtig ist und vor allem, was wichtig wird. Und das ist angesichts des sich immer weiter beschleunigenden technologischen Wandels. Schauen wir nur auf die rasanten Veränderungen in der digitalen Welt, etwa bei der künstlichen Intelligenz. Das ist wirklich nicht einfach. 60% der Kinder, die dieses Jahr eingeschult werden, werden nach ihrem Schulabschluss in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt. Darauf sind die Lehrpläne in den europäischen Schulen, Ausbildungen und Universitäten noch gar nicht ausgelegt. Dies zeigt deutlich, dass wir hier neu denken müssen. Da bekommen die Zukunftskompetenzen, etwa Kreativität, Achtsamkeit, digitale Souveränität, Systemdenken und weitere soziale, persönliche und digitale Kompetenzen eine wahre Schlüsselfunktion. Und als Mitglied sowohl im Wirtschafts- wie auch im Industrie- und Forschungsausschuss kann ich es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, eine Brücke zur Wirtschaft zu schlagen. Mit breit gefächerten Bildungsmöglichkeiten, gleichen Chancen für alle, und zwar unabhängig vom Hintergrund der Eltern und der Erweiterung von Kompetenzen, tragen wir auch zur Bewältigung von Herausforderungen bei, vor denen sowohl Schulen als auch nachfolgend unsere Wirtschaft heute schon akut stehen. Lehrermangel, Fachkräftemangel, fehlende Praxisnähe bei jungen Menschen, Behinderung oder sogar Verhinderung von Innovation, etwa durch unnötige Bürokratie, fehlende Aufgeschlossenheit. Was müssen wir also tun? Von der Wirtschaft erachte ich es als einen klugen Schachzug, im Transformationsprozess die Jugend mit ins Boot zu nehmen und speziell die eigenen Auszubildenden aktiv einzubinden. Unternehmen, die das glaubwürdig tun, sind von den Ergebnissen begeistert und entwickeln als potenzielle Arbeitgeber speziell für die Jugend eine große Anziehungskraft. Von der politischen Perspektive müssen wir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um Bildung, Innovation und Forschung weiter zu fördern. Hier hat vor kurzem die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zum Beispiel die MINT-Initiative ins Leben gerufen, um noch stärker Kompetenzen in den sich so rasch weiterentwickelnden naturwissenschaftlichen und technischen Fächern zu fördern. Des Weiteren müssen wir die Lehrpläne in kürzeren Abständen anpassen und gleichzeitig die Lehrkräfte in den neuen Kompetenzen aus- und weiterbilden. Und last but not least ist es unser aller Aufgabe, junge Menschen für gesellschaftliches Engagement zu begeistern, ihnen auch soziale Kompetenzen zu vermitteln und Gestaltungsräume zu schaffen, um Zukunftslösungen in einem generationsverbindenden Miteinander zu gestalten. Das ist unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
Vor diesem Hintergrund darf ich ganz besonders den zwei anwesenden Gewinnern des Bildungspreises für nachhaltige Entwicklung der deutschen UNESCO-Kommission gratulieren. Die Initiative der Schule im Aufbruch sowie das SDG Scouts von Baum-Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften sind Projekte, die genau dort ansetzen, wo wir nachhaltiges Handeln und Verantwortung verankern müssen. In Schulen sowie bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Arbeit und herzlichen Glückwunsch. Damit schicke ich Ihnen die allerbesten Grüße aus Straßburg und wünsche Ihnen einen interessanten Austausch bei einer Vielzahl von spannenden Workshops. Alles Gute, Ihre Nicola Beer.